Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der aktuellen Dezemberausgabe der Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit hochhalten, weil die Degusta-Box ist erfahrungsgemäß ein mit Food und Trinken befülltes Kartönchen, was nicht leicht ist. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Boxen-Team für diese schon sehr, sehr lange Kooperation. Und ja, ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Box kostet 15,99 Euro pro Box und auch pro Monat, weil das ist eine monatlich erscheinende Foodbox. Ich habe einen Code, damit kannst du 6 Euro sparen und die erste Box dann für 9,99 Euro bekommen. Ganz verrückter Code. Ich hoffe, dass der vielleicht sogar jetzt im Laufe der Zeit geändert worden ist. Denn da habe ich das Degusta-Boxen-Team mal gefragt, weil ich glaube 1NXWF oder so ist sonst der Code. Ganz verrückt. Ich habe keine Ahnung, wie der zustande kommt. Ich habe Hunger. Also es ist tatsächlich 17.04 Uhr und ich habe echt Hunger. Leute, ich sitze hier schon den ganzen Nachmittag und drehe Videos und so ein bisschen was zu essen und zu trinken wäre jetzt ganz sinnvoll. Und dementsprechend wäre es auch sinnvoll, wenn ihr euch was zu snacken holt, denn ich werde euch vielleicht einen voressen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, ne? Und ja, wir haben hier immer so eine Box, die halt mit so einem Butterbrotpapier zugemacht ist und ein Klebi. Und Sammy stupft mich hier an. Ich hätte aber eben schon eine ganze Leckerli-Tüte aufessen dürfen. Und oh mein Gott, sieht das schon richtig geil aus. Okay, erstmal haben wir hier, wir möchten uns für die angenehme und gute Zusammenarbeit in diesem Jahr herzlichst bedanken. Ach, guck mal, ich glaube, das ist tatsächlich für die ja, Kooperationspartner. Und freuen uns auf das kommende Jahr mit euch. Auch vielen Dank. Im Namen des gesamten Degusta-Box-Teams wünschen wir euch und eurer Familie frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Guck, sowas finde ich immer cool, ne? Wenn du so ein... Wenn du eine Kooperation hast und dann noch so einen kleinen Weihnachtsgruß bekommst, das ist cool. Also Dankeschön, liebes Degusta-Box-Team. Euch auch frohe Weihnachten und vielen Dank für die coole Kooperation. Mir kommen schon wieder die Tränen, Leute. Heute habe ich echt so einen Heuletag, ne? Dann haben wir hier einen Outfittery-Gutschein. Ja, und wenn ich... Dann kriege ich auch... eine Schnupfnase. Leute, Outfittery hat mein Freund schon mal ausprobiert. Sein Fazit zu Outfittery war, glaube ich, schöne Produkte, um so ein bisschen einen Style-Hinweis zu bekommen, aber letztendlich zu teuer. Also er hat das ein oder andere behalten, aber er sagt, naja, ein T-Shirt für 40 Euro oder ein weißes, schlicht weißes T-Shirt für 40 Euro sieht er halt nicht ein. So, ne? Also das war so sein Fazit, aber es waren schon coole Produkte mit dabei. Ich glaube, bei einem hatte der mal so einen coolen Esprit-Pullover in so einem Petrol behalten, der auch echt schön ist. Und Schuhe hat er auch mal behalten. Die sahen sehr, sehr, sehr cool aus, waren ein bisschen hochwertiger. Aber du hast halt diese Style-Beratung, wo du auch so ein Stück weit mit angibst, ne? Welche Kleidungsstücke sind dir wichtig und keine Ahnung, ich glaube, die schicken dir eine Box zu. Wie war das denn bei ihm? Der hat das online irgendwie gemacht, dann haben die ihm eine Box zugeschickt und dann haben die danach aber halt auch nochmal gefragt, wie sieht's aus und so. Und dann hat er auch noch ein Feedback dazu geben können. So viel dazu. Aber hier ist ein 30-Euro-Gutschein. Das ist schon eine gute Geschichte, aber wenn man bedenkt, man hat da teilweise echt super teure Sachen drin. Ich glaube, der gesamte Inhalt von seiner Box, von einem oder zwei Outfits, war fast 800 Euro. Wahnsinn. Okay. Aber kommt sehr schön verpackt an. Hier habe ich auch tatsächlich gestern noch eine E-Mail bekommen von dem Degusta-Boxen-Team. Achtung, Achtung, es gibt wieder die Degusta-Box-Code, Leute. Die kommt im Februar raus. Limitierte Auflage für 14,99 Euro. Und ich kriege so viele Nachrichten, wenn ich das Unboxing dann hier immer hochlade, dass ihr dann immer sagt, ach Mensch, ich habe es verpasst. Denkt dran, sie ist noch verfügbar. Und dann habe ich hier von Mazzetti... Re-Ragout mit Gnocchi-Pfanne. Mhm. Hier ist ein Rezept mit drin. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich haben wir hier einen Wein drin. Dann haben wir hier einmal das Häppchen oder die Karte, wo drauf steht, was enthalten ist mit den Preisen und so. Dann kann ich euch das auch alles soweit mit Preisen nennen. Dann haben wir hier auch immer wieder so schön ein Gewinnspiel und mal ein Rezept mit dabei. Das finde ich total schön. Und dann gibt es auch ein Neujahrsgewinnspiel. Ne? Finde ich klasse. So. Und jetzt haben wir hier den Inhalt in der Box. Das ist ja das Wesentliche und sie hat schon so lange gelabert, ne? Läuft. Okay, als erstes haben wir hier etwas drin, was wahrscheinlich auch ganz gut sein wird, denn Tee brauche ich definitiv, ne? Man hört es ja auch ein bisschen, ein kleines Schnüffnäschen habe ich dabei, definitiv. Bad Heilbrunner,
Kräutertee, Guarana Apfelminze mit Vitamin B6, trägt zur Reduzierung von Müdigkeit bei. Klar, ne, wenn das mit Guarana ist, das nimmt man ja auch gerne so als natürlichen Gedönsen, als natürlichen Wachmacher in Energy Drinks zum Beispiel. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es meinem Freund gefallen könnte, weil er mag sehr gerne Apfel, wobei das ist jetzt ja Apfelminze, Minztee ist immer schwierig, aber vielleicht hat das ja auch so einen leicht fruchtigen Geschmack, das müssen wir mal ausprobieren. Deswegen, ich glaube, das wird ein Tee sein, wo ich meinen Freund auch zu überreden kann, mit mir einen zu trinken. Dann habe ich hier etwas drin, was ich hart feiere. Bugles, Sour Cream and Black Pepper. Ich liebe diese Teile. Und wer sich an Scrubs erinnert und an Mist, Turk hieß der, ne? Genau. Mein Freund ist absoluter Scrubs-Fan, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. An Turk erinnert, in irgendeiner Folge hat er sich auch solche Bugles auf die Finger gemacht und saß dann neben seiner Frau und hat gesagt, gemacht damit, und das mache ich auch damit immer. Ich lieb's. Und ich hatte eben erst, also ich habe eben erst eine andere Box ausgepackt und da hatte ich irgendwie so eine Sauce Bechamel oder sowas drin. Ich glaube, die werde ich damit essen. Das ist nicht unbedingt kalorienarm, aber hey, was soll's. Es ist Weihnachtszeit. Man trägt weite und warme Klamotten und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ne? Das werde ich mir heute Abend vom Fernseher hart gönnen. Dann habe ich hier etwas drin von Löwensenf. Senf und Koriander, mittelscharf. Okay, das ist mal ein bisschen was Spektakuläres. Koriander mag ja nicht jeder, aber wir haben halt auch, also wir haben in der Box sowohl Basic-Produkte drin, als auch so ein bisschen spektakulärere Geschichten, wie halt so ein Koriandersenf einfach mal, ne? Finde ich sehr interessant, und es geht jetzt ja in der Weihnachtszeit auch so viel um deftige Geschmäcker, ein bisschen was, ne, ausgefallenes Essen oder halt was Basic-mäßiges, wie zum Beispiel den klassischen Kartoffelsalat mit Bockwurst, und vielleicht stellt man dann einfach so einen Koriandersenf mal auf den Tisch und überrascht die Familie damit, ne? Finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Doch, finde ich sehr interessant sogar. Koriander mag ich in einer gewissen Dosierung tatsächlich, aber wenn es zu hart wird, dann wird es mir auch zu hart, was Koriander-Geschmack angeht. Dann habe ich hier eine ganz fancy-pansy Verpackung. Das ist eher etwas, was ich essen würde. Mein Freund würde das nicht so wirklich feiern. Aber wenn ich jetzt so keinen Bock hatte, mittags was zu kochen oder abends mal eben was schnell Warmes brauche, dann ist sowas tatsächlich etwas, wo ich gerne zu greife. Ne? Solche Nudeln halt. Cup Noodles, Soba, Wok-Style, Japanese Curry. Curry mag ich eigentlich nicht so gerne. Muss ich mal gucken. Ne? Von Nissin, 90 Gramm sind hier drin enthalten. Ob ich das wirklich dann selber vernichte oder weitergeben werde, muss ich dann tatsächlich mal schauen. Weil, also ich hatte letztens mal, auch ich glaube, das war in einem Adventskalender oder auch in einer Degusterbox, da hatte ich das mit Erdnusssoße drin. Das fand ich persönlich super lecker. Mein Freund hätte das gar nicht gefeiert. Cool finde ich ja auf jeden Fall den Deckel. Ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stehe ich da gerade hart drauf. Und jo, ne? Kann man sich gönnen. So als schnelles Zwischendurchessen. Dann haben wir hier ein bisschen was zum Dekorieren von Dr. Oetker. Kakaonips, 100% Kakaobohnen, schonend geröstet. Und das kannst du so über, ja, Muffins, Kuchen, Cookies, Dessert und auch Eis machen. Jedenfalls steht das hier hinten drauf. Und ja, vielleicht eine Idee zu Weihnachten, wenn man einen schönen Nachtisch machen möchte oder so. Oder einen schönen Kuchen, dass man das da drüber gibt. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, dass es auch nicht ganz so süßlich dann ist, ne? Weil das sind dann ja die Kakaobohnen, die geröstet sind. Dann wird es auch sogar ein Stück weit gesund sein. Fast, man weiß es nicht. Und ja, das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ganz interessant, ne? Oder mein Freund und ich, wir machen jetzt ja auch öfters mal so Hafergedönsen, Porridge-mäßiges Gedöns, ne? Und dann kann man das so ein bisschen auftoppen, weil er macht sich gerne ganz verrückt, kannte ich gar nicht. Er macht sich nicht ein Porridge als Porridge, sondern er nimmt Haferflocken, macht kalte Milch drüber und dann Kakaopulver. Kannte ich gar nicht. Und er sagte, ja, das ist voll meine Kindheit. Und ich so, hä? Nie gehabt sowas, ne? Erstens kalt und zweitens da Kakao reinzumachen. Ja, und dann kann er das gerne mit den Kakaonips mal toppen. Ich glaube, das gefällt ihm. Dann habe ich hier, ach, das ist praktisch, ne? Natürlich von Dr. Oetker Bourbon Vanillezucker mit Rohrohrzucker. Da sind 3 Tütchen drin. Sowas mache ich mir gerne so in Quark rein oder, ja, vor allem in Quark tatsächlich. Ne? Kann ich mir aber auch vorstellen, das in meinen Porridge reinzurühren. Ja, und zum Backen kannst du es natürlich auch gut verwenden, aber ich bin jetzt echt nicht so die Backqueen. Ich versuche mich ab und an mal am Backen. Ja, muss ich sagen. Gelingt aber dann nicht unbedingt. Das ist auch schon echt,
echt schief gegangen oft. Aber ich versuche es immer mal wieder und so. Ne, Vanillezucker ist ja nie weg. Dann habe ich hier was Feuriges drin. Fuego Salsa Seasoning Mix. Mhm. Okay, da kannst du den Salsa mitmachen für 4 bis 6 Portionen. Und das machst du dann mit Tomaten zusammen. Mit einer Dose stückige Tomaten, mit einer roten Zwiebel, Blattpetersilie und halt dieses Fuego-Viech. Und dann ist das Ganze wahrscheinlich etwas schärfer. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Wenn man zum Beispiel so einen Party-Dip oder sowas machen möchte, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Also wir werden, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr Weihnachten so essen werdet. Wir feiern ja fast, also mindestens Heiligabend, ersten und zweiten Weihnachtstag. Also mindestens 3-mal feiern wir Weihnachten und dann noch 1-mal, weil wir haben ja sowohl mein Freund als auch ich getrennte Eltern. Und dann wird das Ganze etwas spektakulärer. Ich weiß auf jeden Fall, dass es 1-mal Raclette geben wird bei meiner Mama. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Und bei meinem Papa wird es wahrscheinlich ganz klassischerweise Hühnerfrikassee geben. Oh, ich lieb's. Ja, und das halt so richtig, ne, meine Oma macht das dann auch richtig. Mit Huhn kochen und Rampampam, also die steht da gefühlt tagelang am Herd. Das liebt die, das will ihr auch niemand nehmen. Und deswegen macht sie das sehr gerne. Und dann gibt es vorher dann quasi diese Hochzeitssuppe, wo das Huhn dann auch quasi irgendwie da drin gekocht worden ist, ne? Und später dann halt quasi Hühnerfrikassee mit richtig Huhn. Und oh, ich lieb's, wenn Oma das macht. Yum. Oh, jetzt habe ich schon wieder Bock drauf. Okay, das macht sie dann auf jeden Fall. Was es am ersten Weihnachtsfeiertag geben wird, weiß ich noch gar nicht. Da sind wir nämlich bei meiner Schwiegermama in Spee. Müssen wir mal gucken. Nee, da lassen wir Essen kommen. Stimmt, da gibt's Rouladen. Stimmt, Rouladen gibt's da. Ne? Jetzt weiß ich's wieder. Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Und hier, oh mein Gott, das liebe ich. Das hatten wir letztens auch schon mal. Ich glaube, das war auch im Adventskalender, aber sag's keinem. Melitta Bella Crema Selektion des Jahres mit feinen Aprikosennoten. 100% Arabica, 250 Gramm sind hier drin enthalten. Und wir haben halt einen Kaffeevollautomaten, wo wir die halt reingeben und dann, jo, ne, 1A passt. Wir haben normalerweise Espresso-Bohnen und nicht normale Kaffeebohnen, weil Espresso heißt dann im Prinzip, dass die dann nochmal geröstet sind und dann in dem Sinne weniger Bitterstoffe drin sind und bekömmlicher für den Magen sind. Und da sowohl mein Freund als auch ich manchmal stressbedingt Probleme mit dem Magen haben, ist es immer ganz gut, wenn man halt etwas Bekömmlicheres zu sich nimmt, wenn man das in den Maßen zu sich nimmt, wie wir das machen. Ich noch mehr als mein Freund, aber trotzdem. Ne? Ja, aber ich finde es cool, dass sowas mit drin ist. Und ich hatte dann auch in meinen letzten Videos, wo ich gesagt habe, Mars, für die blöd, die halt tatsächlich keinen Kaffeevollautomaten haben, die haben mir geschrieben, wieso, hab eine Kaffeemühle zu Hause. Ne? Also, ja gut, die kann man sich dann mahlen oder man gibt die halt weiter. Ich weiß gar nicht, ob man alternativ das als Pulver, als Pulver hätte man das alternativ haben können, glaube ich. Oder? Nee. Ne, da kriegst du so oder so die Bohnen. Okay, ja, aber ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich finde es geil. Und Pulver wäre bei uns auch kein Problem, denn wir haben halt auch bei uns ein Pulverfach, ne, wo du einfach den Pulverkaffee reingeben könntest. Wow. Okay, jetzt sind hier noch ein paar glasverpackte Viecher. Die sind dann immer noch so schön in dieser Luftpolsterfolie eingepackt, was ich gut finde. Das ist schön. Oro d'Italia, Gemüse. Und das kannst du dann einfach als Tomatensoße verwenden. Eine gemüsige Tomatensoße quasi zu Nudeln, wenn es halt mal schnell gehen muss, liebe ich sowas. Weil ich halt super gerne auch mal so eine schnelle Tomatennudelgeschichte mache mittags, ne, wenn wir einfach keinen Bock hatten, groß zu kochen oder so. Und das machst du dir einfach warm und dann über die Nudeln und fertig ist die Laube. Finde ich klasse. Ne, sowas habe ich super gerne in dieser Degusta-Box mit drin, weil das bei uns auch echt gegessen wird. Und ja. Ne? Ich feiere alles, was wir halt dann auch wirklich essen, was Sinn ergibt. Ne? Ist klar. Also das ist klar, dass ich das dann feiere. Was rede ich hier? Egal. Dann habe ich eine große Flasche drin. Das ist aber kein Glas. Okay. Oh, 9 Kilokalorien pro 100 Milliliter ohne Süßungsmittel. Ultraleicht Orange. Die Limo von Granini. Da haben doch Joko und Klaas für Werbung gemacht, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist ja riesig, ne? Okay. Ist wahrscheinlich mit Kohlensäure und ich aufpassen. Das geht. Okay. Werde ich jetzt auf jeden Fall mal probieren. Prost. Schmeckt wie so ein Zwischending zwischen Fanta und Sprite. Nur in viel weniger süß, was ich gut finde. Ja, mit Kohlensäure, aber echt lecker. Ich mag das.
Ich trinke ja normalerweise auch entweder wirklich nur Wasser pur oder halt mit Waterdrop drin. Oder ich mache mir da so einen Eistee-Sirup zum Beispiel rein. Gibt es ja auch alle, ne? Weil wir auch einen Soda-Stream haben, haben wir verschiedene Sirupviecher. Also alles, was halt irgendwie nicht super viel Zucker beinhaltet. Und deswegen finde ich das jetzt sehr, sehr geil, dass wir es drin haben. Denn wenn ich so richtig Saft trinken würde, hätte ich wieder Probleme mit meinem Bauchi. Wollen wir nicht. Gut, ja, wow. Hier ist noch einiges Eingepacktes. Da habe ich einmal Orangenextrakt in Öl, wie süß, von Dr. Oetker. Die haben sich gut beteiligt, ne? Gut, es ist jetzt ja auch eigentlich so die Backzeit, ne? Zum Verfeinen von Kuchen, Dessert und Getränken. Siehst du, sowas könnte ich mir einfach in mein Getränk reinmachen. 35 Milliliter haben wir hier drin. Habe ich dann einfach mein Sprudelwasser, mache dann Schuss von rein und habe das dann so ähnlich wie diese die Limo. Und das finde ich gut, ne? So ein bisschen Sirup gedünsen, wird mein Freund sich auch drüber freuen. So, dann habe ich hier auch was drin und ich liebe es, wenn wir diese Marmelade drin haben von Marmitube. Ist das Erdbeere, Rhabarber, 210 Gramm. Denn die, ich weiß nicht warum, aber die hat so eine ganz angenehme, leckere, seidige Konsistenz. Das ist echt toll, ne? Also Marmitube kann ich empfehlen, ist eine gute Marmelade. Erdbeer, Rhabarber eigentlich nicht ganz so mein Fall, also eher Erdbeer, Rhabarber. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da wahrscheinlich einfach nicht mit groß geworden. Rhabarber mag ich nicht so gerne. Ja, genau, ohne Kerne und Fruchtstücke, genau, das steht hier auch nochmal drauf. Tube aus 100% recyceltem Aluminium, auch das finde ich sehr freundlich. Und ja, super fürs Weihnachtsfrühstück, ne? Wenn dann die Familie da ist, kann man die so drapieren. Das sieht halt auch echt hübsch aus. Ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Marmitube in einer Degusta-Box drin hatte und dann die Familie halt zum Frühstück vorbeigekommen ist, da ist mein Schwager in Spee, total begeistert gewesen von dieser Marmitube. Zu Recht. Also allein von der Optik her, ne? Weil er dachte, hä, warum legt die da Senf hin? Das fand ich sehr witzig. Genau, und hier haben wir, glaube ich, das letzte Produkt aus der Box. Und da haben wir dann auch den vermuteten Wein, glaube ich, ne? Mazzetti L'Original. Aceto, nein, Aceto Balsamico. Ach schön, Aceto Balsamico kann ich immer gut gebrauchen. Entweder um es zu essen, hier sind jetzt 250 Milliliter drin. Oder, aber dafür ist der wahrscheinlich zu edel, ne? Im Frühling und im Herbst haben wir immer so eine Sache mit Fruchtfliegen bei uns. Und Fruchtfliegen stehen auf Balsamico-Essig. Da mache ich immer ein Schälchen, Balsamico-Essig rein, ein bisschen Wasser zum Verdünnen, weil ansonsten halt zu edel. Und dann einen Tropfen Spüli und dann, ne, hast du da eine wunderschöne Fruchtfliegenfalle. Aber ich glaube, dafür ist der wirklich zu edel. Nein, nein, der wird auch tatsächlich dann für Salate verwendet oder wenn wir irgendwelche geilen Soßen für rotes Fleisch oder sowas machen, ne. So edel aus. Was kostet so ein Ding denn? Oh, 1,99. Das geht eigentlich, ne? Ich hätte jetzt gedacht, Wunder, wie teuer das ist. Sieht so edel. Wie oft kann man edel sagen? Sehr oft. Sieht echt hübsch aus, ne? Cool. Also, diese Box hat sich definitiv für meinen Freund und mich gelohnt, weil hier super viele Produkte drin sind, die wir definitiv verwenden werden und wo wir einfach Bock drauf haben, die auszuprobieren, ne? Die Bio-Gels werden nicht lange überleben. Ebenso der Orangenextrakt gedönsen. Die Limo wird eh gleich aufgetrunken sein. Ja, und dann habe ich das ein oder andere Mittagessen hier schon. Also coole Produkte in der Box. Wir haben auf jeden Fall bei den Produkten immer einen Wert, der oberhalb von dem liegt, was man dafür ausgibt. Also meistens ist es so 20 bis 25 Euro, was man an Wert hier in der Box mit drin hat. Und da lohnt es sich schon, meiner Meinung nach, wenn man halt Bock drauf hat, auch so das ein oder andere wirklich Neues auszuprobieren, was man so normalerweise nicht wirklich kennt. Denn man sollte halt auch ein bisschen offen sein, ne? Wenn man so eine Box abonniert, ist klar, ist eine Surprise-Food-Box. Und wie bei allen Abo-Boxen, auch was Beauty angeht, sollte man einfach ein bisschen open-minded sein. Ich feiere die Box, wirklich. Ich finde die richtig klasse und freue mich tatsächlich, das ein oder andere Produkt auch Weihnachten in Anwendung bringen zu können. Und das versetzt einen auch schon so ein bisschen in diese weihnachtliche Stimmung. Ja, deswegen würde ich sagen, wir klatschen einfach mal. Ja, wir klatschen eine Runde zusammen. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Und irgendwie gerade alles durcheinander. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich habe irgendwie gerade Hunger. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!